Ja, meine Damen und Herren, es tut mir ja ein bisschen leid, dass ich Sie so traktiere. Aber ich sage es eben schon im Gespräch, ich habe das nun mehrfach erlebt. Ich habe ja auch da in meinem Umfeld Imame, mit denen ich dann ab und an mal rede. Das Wissen der Leute über den Islam ist minimal. Minimal. Und zwar selbst bei Muslimen. Wenn sie dir mal nach ihrem Glauben fragen, ja, ich bin Muslim. Und deswegen ist auch dieses Gerede dort im Fernsehen, wenn ich mir das anhöre, der Islam, der Islam, der Islam, keiner sagt, wovon er redet. Und das macht die Sache so schwierig. So. Gibt es Glaubensfreiheit im Islam? Wird ja immer gerne behauptet. Glaubensfreiheit im Islam ist nach islamischem Recht, nach dem Recht der Islam, die Freiheit der Muslime, ihren Glauben auszuüben und die Freiheit aller anderen, den Islam anzunehmen. Das ist Glaubensfreiheit. Muslime haben aber nicht das Recht, zu einer anderen Religion zu konvertieren. Schriftgesetzer werden innerhalb der islamischen Gemeinde geduldet, solange sie sich der Schutzgelderpressung unterwerfen. Ungläubige sollen getötet werden. Eindeutig alles dokumentiert. Darf ich da mal gerade eine Zwischenfrage stellen? Ja. Gibt es denn nur einen Koran? Ja. Es gibt nur einen Koran, ja. Schade, ich kann das nicht alles im Detail ausführen. Es steht eine Sure im Koran, die da sagt, und dieses ist die heilige Schrift, die arabische Schrift. Hat Mohammed da natürlich reingeschrieben. Das ist das sogenannte Hocharabisch. Und die offizielle Version des arabischen Korantextes kommt von der Al-Azhar-Universität in Kairo. Also eigentlich vom Institut, nicht von der Universität. Das Institut ist an der Universität. Und die machen für den sunnitischen Islam die offizielle arabische Formulierung. Und ich habe bei diesem ganzen Text immer zu Hilfe genommen Azhar, also die Kairoer Leute, und dann Parit, einen der besten deutschen Übersetzer, dann Henning und die Ahmadiyya. Das sind also, wenn Sie dann wiederum die Surenübersetzungen vergleichen, das sind ja Übersetzer, sind ja Arabisten, die stecken in der Sprache drin, dann merken Sie relativ wenige Unterschiede. Nur wenn man die wahhabitische Übersetzung nimmt, also Saudi-Arabien, da gibt es ja diese Verteilung mit dem Koran, Lies, diese Aktion der Wahhabiten und Salafisten, dann finden Sie eine noch schärfere Übersetzung, noch schärfer. Also das, und der Text darf auch nur auf Arabisch vorgetragen werden. Deswegen, wenn Sie in einen Freitagsgottesdienst gehen, wenn man reinkommt, dann hören Sie, dass der Vorbeter, also der Imam, auf Arabisch vortragen muss. Nun sind ja etwa 1000 Moscheen in Deutschland, sind DİTİB, von türkischen Imamen besetzt, die kaum Arabisch können. Und dann lesen Sie etwas ab, was Sie selbst nicht verstehen. Geben Sie auch zu. Es sei denn, er hat zufällig Arabistik. Und von daher kommt natürlich auch eine Menge Irritation hinein. Dann wird ein Text vorgelesen, der gar nicht verstanden wird. Aber die DİTİB kriegt ihren Text natürlich aus der Türkei. Das ist klar. Macht das die ja nicht. So, dann wollte ich ganz kurz über die Christen und Juden im Koran. Ich muss das jetzt ein bisschen im Staccato machen, weil sonst kommen wir ins Schleudern. Es gibt also im Koran, vor allen Dingen in der Sure 98, aber auch in 9 und 5, fürchterliche Urteile über die Christen. Siehe, die Ungläubigen vom Volk der Schrift, also die Juden und Christen, und die Götzendiener, die werden im Feuer der Hölle ewig verweilen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Alles. Ja, in allen Übersetzungen. Sure 9. Und es sprechen die Nazarener, also die Christen,
Der Messias ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen. Allah schlage sie tot. Da wird sogar Allah bemüht als Mörder. Wie sind sie verstandeslos? Sure 5. Ungläubig sind diejenigen, die sagen, Gott ist Christus, der Sohn der Maria. Also da haut Mohammed richtig um sich. Aber ich mache es hier kurz. Noch ein kleiner Nachtrag aus den Hadithen. Übrigens, man muss immer diese Dreiteilung beachten. Es gibt den Koran, das ist Gottes Wort. Da ist nichts dran zu deuten. Dann gibt es die Sunna. Und die Sunna ist die Geschichte der Tradition des Islam. In der Sunna gibt es sogenannte Hadithe, das sind einzelne Erzählungen aus dem Leben Mohammeds. Das haben also seine Zeitgenossen gehört. Ich kann Ihnen solche Hadithe vorlesen, sie kommen aus dem Lachen nicht raus. Das haben also Leute dann erzählt, was Mohammed alles gesagt hat. Und es gibt etwa 200.000 dieser Hadithe. Und dann gibt es verschiedene Islam-Sachverständige, die dann daraus 20.000 gemacht haben. Und die offizielle Sammlung über 6 Bände sind noch 17.000 Hadithe. Und die sind nun amtlich und überhaupt und von Mohammeds Wort. Da wird also versucht, weil Mohammed war ja längst tot, als die ganze Geschichte in Gang kam, haben also die Leute, die mit ihm gelebt haben, gesagt, ja, und mir hat er mal erzählt, und ich habe von der Frau seiner Freundin und dessen Oheim und da von dem Neffen, habe ich gehört, dass Mohammed das und das gesagt hat. So kommen diese Dinge dann in die Sunna hinein. Und die Sunna ist ebenso ein Glaubensbestandteil im Islam wie der Koran. Nur ist es eben nicht Gottes Wort, sondern ist Mohammeds Überlieferungen, Gespräche, Berichte und so weiter. Also diese Hadithe sind sehr spannend zu lesen, wenn man viel Zeit hat. Aber naja, und da wird dann immer alles Mögliche erzählt, was Mohammed alles außerdem noch gesagt hat. Darf ich da eine Frage stellen? Aber gerne. Die Sunna ist ja diese Grundlage für die... Sunna ist der Oberbegriff, und, ja, und die, für die Tradition. Weil sie eben nicht den direkten verwandtschaftlichen Bezug zu Mohammed... Was die Schiiten von sich. Da komme ich noch drauf, ob die Schiiten noch die Sunna. Also die Sunna wird von den Sunniten anerkannt. Die Schiiten verhalten sich kritisch gegenüber den Sunniten aus Gründen der damaligen Nachfolge. Ich kann das eben mit einführen, kommt sonst an späterer Stelle. Als Mohammed starb, war ja sehr überraschend, hatte er keine Nachfolger. Und wie üblich stritten sich dann all die da rumliefen, ich bin nun der Größte und ich muss es sein. Und dann hatten seine Kollegen die Idee, der Nachfolger Mohammeds muss aus der Familie Mohammeds stammen. Und dann sagten die später Sunniten genannt, nee, es genügt, wenn er aus dem Stamme Mohammeds stammt, also von den Kureischen. Und die beiden haben sich dann so fürchterlich zerstritten. Und dann kam der Abu Bakr als der erste Kalif, der dann als Sunnit antrat. Und kamen noch 3 sunnitische Kalifen dahinter. Und erst der 4. war dann Ali. Und Ali war aus der Familie Mohammeds. Und dieser Nachfolgestreit, der führt natürlich bis heute zum Streit zwischen den Sunniten und den Schiiten. Und diesen Dualismus haben sie auch nicht aufgelöst. Im Gegenteil, in den verschiedenen historischen Phasen waren sie unterschiedlich brutal. Es heißt im Allgemeinen, die Schiiten sind die freundlicheren und friedlicheren. Aber je nachdem, in welche Zeitphase man hineinguckt, war das sehr, sehr unterschiedlich. Auch die Schiiten konnten sehr brutal mit ihren Gegnern umgehen. Die Sunniten haben es nur mit der Mehrheit. Das sind 90% der Muslime sind Sunniten. So, das eben noch dazu.
Also Scharia, Sunna, Hadithe, ich habe das eben kurz angeschnitten. Der Koran ist nicht nur ein Glaubensbuch, sondern auch ein Buch der Rechtsleitung und umfasst damit die gesamte Lebensführung der Muslime sowie die Rechtsprechung und die staatsrechtliche Verfassung des Islam. Scharia. Sie gilt als die vollkommene Rechtsordnung Gottes, die Frieden und Gerechtigkeit schafft, die von Allah selbst geschaffen und deshalb nicht veränderbar ist. So heißt es. Scharia im Arabischen ist der Weg zur Quelle oder zur Wasserstelle, der Weg durch Gebotserfüllung. Der Islam leitet seine Gebote und seine Gesetze, nämlich die Scharia, nicht nur aus dem Koran, sondern aus der Sunna bzw. den Hadithen ab. Die Scharia greift also dann auch wieder in der Auslegung auf die Sunna und die Hadithen zu. Eine einzelne Erzählung in der Sunna ist ein Hadith. Und wenn Mohammed und weil Mohammed ein Bart getragen hat, muss der gute Muslim ein Bart tragen. Und weil Mohammed keinen Wein getrunken hat, den es ja damals gab, darf man auch kein Bier trinken. Denn im Bier ist Alkohol und im Wein ist auch Alkohol. Das ist so die extremste Ableitung dieser Hadithe. So wird er gespielt in der Rechtsprechung. Also, Scharia, Sure 45. Anweisung für das Verhalten in Familie und Gesellschaft, und zwar bis ins Detail. Sie darf prinzipiell nicht durch menschliche Gesetze ersetzt werden. Recht wird gesprochen aus dem und durch den Koran und dann durch die Tradition, die Sunna, die dann wieder auslegungsfähig ist. Also Koran, Scharia kann man nicht auslegen, Sunna, Hadithe darf man auslegen. Die Scharia steht über allen von Menschen geforderten Rechten. Sie gilt in allen islamischen Staaten. Nur die Türkei schaffte mit der Gründung als laizistischer Staat 1926 die Scharia ab und übernahm das Schweizer Zivilgesetzbuch. Ehe- und Familienrecht, vor allen Dingen aber auch das islamische Strafrecht, gibt zu den westlichen Rechtsvorstellungen, wir sind ja vom römischen Recht durch die kirchenrechtlichen Geschichten bis in die Aufklärung hineingegangen und haben das natürlich alles ein bisschen anders gesehen. Aber es ist eine tief verwurzelte kulturelle Tradition im Islam. Gewisse Erleichterung, was Scharia und Hadith angeht, erkennt man aus der Kolonialvergangenheit. Also in der Kolonialzeit wurde in orientalischen Ländern versucht, europäische Rechtselemente hineinzubringen, ist aber inzwischen alles wieder abgestoßen worden. Die Scharia kennt Auspeitschung, Hand- und Fußamputation, Steinigung. Und es gibt eine Dreiteilung der Delikte, das muss man auch einmal gehört haben, im Grenzvergehen, Verbrechen der Wiedervergeltung und Ermessensvergehen. Zu den Grenzvergehen gehört all das, was Gottes Recht verletzt. Und Gottes Recht ist Koran und Scharia. Das sind die Kapitalverbrechen und es muss genau die im Koran vorgesehene Strafe vollstreckt werden. Ehebruch, Unzucht, Verleumdung wegen Unzucht, schwerer Diebstahl, Straßenmord, Raub, gehört alles dazu. Wegelagerei, Alkohol, Vergewaltigung. Dann die Apostasie. Die Apostasie ist ein spannendes Thema, weil beim Abfall vom Islam die Todesstrafe folgt. Voraussetzung für die Verurteilung ist ein Geständnis oder die Aussage zweier männlicher Augenzeugen. Bei Ehebruch und Unzucht die Aussage von vier männlichen Augenzeugen. Heresie.
Häresie, auch ein Grenzvergehen. Es ist die Bezeichnung für eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu einer vorherrschenden Auffassung steht. Aber dann hören wir und lesen, alle Religionen außerhalb des Islam sind Häresie. Blasphemie, die Beleidigung des Islam oder des Propheten, gehört ebenfalls zu den Grenzvergehen. Ob dann die Todesstrafe vollstreckt wird oder ob man zulässt, dass die Familie das erledigt oder ob man ihn nur einsperrt oder ob man ihn aus seinem Vermögen herausholt oder seinen Beruf vernichtet, das sind Variationen, die das moderne, in Anführungsstrichen, Scharia-Recht zulässt. Es wird also nicht überall und nicht immer auf die Grenzvergehen mit der Todesstrafe reagiert. Aber das könnte ich im Einzelnen noch auffallen, wo das der Fall ist. Wollen wir im Moment mal nicht machen. So, dann Blasphemie. Beleidigung des Propheten, das ist eine ganz schlimme Sache. Wir haben übrigens im Deutschen ja auch noch einen Blasphemie-Paragraphen, den 166 im StGB. Und wir haben uns da so ein bisschen durchgemogelt, er soll vielleicht mal abgeschafft werden. Blasphemie nach der deutschen Rechtsprechung ist nur eine Gotteslästerung, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und die wird mit einer Freiheitsstrafe bei uns bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also unser 166 schützt weder die Götter noch religiöse Empfindung noch religiöse Überzeugung, sondern allein den öffentlichen Frieden. Insofern können wir also bisher mit diesem Blasphemie-Paragraphen leben, es sei denn, nun heißt Herr Böhmermann und legt sich mit Herrn Erdogan an. Dann hat man schlechte Karten. Dann läuft Erdogan nach 166 StGB. So, dann gibt es natürlich noch weitere im Koran genannte Grenzvergehen, die aber nicht so gleich mit dem Tod bestraft werden. Es sieht die Verweigerung der Pflicht zum Gebet, darf nicht verweigert werden, Alkohol und Glücksspiel, Schweinefleisch essen, Verweigerung des Fastens, Ehebruch und Unzucht. Mit dem ganzen Thema Sexualität haben die das also fürchterlich. Und da könnte ich also 2 Vorlesungen drüber halten, wenn ich mich über das Familienrecht, das islamische Familienrecht und das Frauenrecht unterhalte. Es ist zum Teil abenteuerlich, was dort passiert. Aber es ist so. So, dann auch nur ganz kurz, dass Sie das nochmal aktualisiert gehört haben. Die verschiedenen Richtungen des Islam. Schiiten haben wir schon angesprochen. Schiiten und Sunniten haben sich nicht nur wegen theologischer Differenzen, sondern vor allen Dingen wegen ihrer politischen Differenzen auseinandergewickelt. Und im Kern ging es natürlich um die Führung des Islam nach Mohammeds Tod. Bei den Sunniten entwickelte sich das Kalifat und bei den Schiiten das Imamat. Und Sunniten, das haben wir also schon angesprochen, dazu gehören, man muss also wissen, welche Richtungen gehören in den sunnitischen Islam, das sind die Wahhabiten. Die Wahhabiten, das ist eine konservative, sehr dogmatische Form des sunnitischen Glaubens, Saudi-Arabiens Staatsreligion. Und für ihn ist der Islam aus der Zeit Mohammeds das einzig wahre. Die Wahhabiten sind auch in Katar, Pakistan und Westafrika anzutreffen, aber da bezeichnet man sie als Salafis, also die Salafiten. Und die Salafiten oder Salafisten, das sind wiederum die, die heute sehr aktiv sind, ja auch in Deutschland sehr aktiv sind, und die beziehen sich wieder auf den Wahhabismus, sagen aber ganz klar, wir sind nicht die saudischen Wahhabiten, aber wir sind im Übrigen auch Wahhabiten. Also insofern ist es eine Strömung im sunnitischen Islam mit einer ganz steinzeit-islamischen Auffassung, also wieder zurück zum Originaltext. Die salafistische Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen aus dem westlichen Imperialismus als Gegengewicht abgeleitet, führte dann in den Islamismus
Und vom Islamismus geht es dann in den Dschihadismus und von da geht es in den Terrorismus. Das sind die Steigerungen aus dem Salafismus und aus dem Wahhabismus. Das ist alles sehr kompliziert und ich will Sie da auch nicht mit traktieren. Aber man muss auch wissen, zum Salafismus gehörten die Muslimbrüder in Ägypten. Und die haben ja auch eine Menge dort veranstaltet. So, dann haben wir weiter noch bei den Sunniten die Ibaditen. Das sind die im Oman sehr friedlich Lebenden. Also das ist eine spätere Entwicklung. Die haben sich eigentlich aus den ganzen Gewaltphilosophien von Mohammed verabschiedet. Interessant sind die Sufis. Die Sufis wären eine eigene Vorlesung, schaffe ich aber nicht. Der Sufismus ist eine Sammelbezeichnung für mystische, spirituelle, aber auch asketische Strömungen im orthodoxen sunnitischen Islam. Und der Sufi sucht den inneren Kern des Koran. Der ist also durchaus modern. Auf eine individuelle, unmittelbare Beziehung zu Gott richtet er sein Denken. Es sind Solitäre. In der ganzen islamischen Welt sind die Sufis Solitäre. Und wer sie mal erlebt hat, ich hatte die in Anatolien häufiger erlebt, das ist schon sehr spannend. Man kann mit denen wirklich über Gott und die Welt reden. Das ist eine alte Tradition, Herr. Pardon? Ist es eine alte Tradition, die Sufis von ja. ganz früher noch? Ja, ja. Nee. Die Sufis waren schon vor dem Islam da. Nur sie nannten sich damals noch nicht so, aber die Gedanken der Sufis sind uralt, eigentlich vorislamisch. Ja, völlig richtig. So. Und vor Mohammeds Zeiten waren die Sufis ein bisschen als die Spinner verschrien, als die Asketen, die angeblich über Feuer und über Nägel laufen können, weil sie so konzentriert sind. Das hat mit Derwisch zu tun. Der Derwisch ist der Tänzer. Das kommt als Wort Derwisch kommt aus dem Persischen und bezeichnet eigentlich das Gleiche, nämlich der Arme gegenüber Gottes Reichtum. Also wenn man das Wort Derwisch aus dem Arabischen, Persischen abgeleitet übersetzt, ist es der Arme gegenüber Gottes Reichtum. Das ist also der Derwisch. Und diese Tänzerei, wenn Sie das mal erlebt haben, ist ja faszinierend. Die Leute, ja, die gehen also wirklich in das fünfte Element oder was immer dort, sind also dann abgehoben. Also der Sufismus könnte vielleicht einmal die Rettung des Islam werden, aber das wollen die Muslime nicht hören. So, dann kommen wir zu den Schiiten. Das kann ich auch relativ einfach machen, weil ich das schon angesprochen habe. Da ging es also dann um Mohammeds Vetter und Schwiegersohn, den Ali ibn Abi Talib, der ganz gerne der Nachfolger Mohammeds geworden wäre, aber das haben ihn die Sunniten, die dann auf den Stamm zugegriffen haben, verwehrt. Und dann kommt also diese berühmte Geschichte mit Karbala und den Untergängen und mit dem Sohn Hussein, die alle mal versucht hatten, den Schiismus nach vorne zu bringen. Das ist aber weitgehend gescheitert. Innerhalb der Schiitischen, die ja nur 10% etwa ausstellen, 10-12%, vielmehr der 1,5 Milliarden zählen sie angeblich, vielleicht sind es 1,8 Milliarden Muslime, aber eine relativ kleine Zahl sind die Sunniten. Und Mr. Khomeini war Schiit. Ja. Und was der Khomeini veranstaltet hat, das könnte ich Ihnen auch noch mal vorführen. Also innerhalb der Schiiten haben wir dann die Imamiten, das sind die berühmten 12er Schiiten, die auch davon ausgehen, dass irgendwann der Mahdi wiederkommt, also die Figur des Mahdi ist so eine Art Endzeiterlöser, ähnlich wie wir diese Vorstellung ja auch in anderen Religionen haben. Dann gibt es die Ismailiten, die gehören zum Schiismus, die Siedler Schiiten, die sind in Syrien, Afghanistan und Pakistan. Dann gibt es die Zaiditen, das sind die Fünfer Schiiten, die sind deswegen ganz interessant, weil die zum ersten Mal das Thema Glaube und Vernunft aufgegriffen haben. Und das wurde später dann abgewehrt
Das war die sogenannte goldene Zeit des Islam. Das waren die Zaiditen. Und die hatten schon diese, es gibt vom Papst Benedikt eine ganz berühmte Schrift, Glaube und Vernunft. Dasselbe Thema hatten die damals schon, Glaube und Vernunft. Zeiditen. Schade, dass man so wenig Zeit hat. Dann die Alawiten. Dann die Alawiten. Die Alawiten leben in Syrien und im Libanon. Wenige in der Türkei. Es sind eine schiitische Sekte. Und die Wurzel des alawitischen Glaubens reicht weit zurück bis ins 9. Jahrhundert. In Syrien, einem Land der sunnitischen Islamrichtung, leben etwa 10% Alawiten. Mehr gibt es da gar nicht. Sie sind bei der Bevölkerungsmehrheit nicht besonders beliebt. Hafez al-Assad, ein Alawit, putschte sich 1970 in Damaskus an die Macht. Die alawitische Assad-Familie mit ihrer Baath-Partei, aus der Baath-Partei kommt der Sozialismus in den Islam hinein, führt die Regierung. In den frühen 80er Jahren kam es zu Zusammenstößen mit der sunnitischen Opposition, die ja die Mehrheit stellen. Im Jahr 2000 kam dann der Sohn Bashar al-Assad, den wir ja heute noch als Kriegsverbrecher ansehen dürfen, die Macht und führte das Land in einen blutigen Bürgerkrieg. In verschiedenen Phasen ihrer Geschichte wurden die Alawiten auch als Nusayra bezeichnet. Alawiten stehen im Ruf einer Geheimreligion. Das ist auch nicht uninteressant, wenn man nur den theologischen Teil und nicht den politischen Teil der Alawiten nimmt, dass man sich mit dieser Geheimreligion beschäftigt. Die Grundlagen dazu sind aber relativ wenig bekannt. Sie sind Hassobjekte vieler Sunniten und der Schiiten mit Einschränkung, weswegen der Iran ja den Assad unterstützt, weil die sehen da irgendwo ihre schiitische Verwandtschaft. Aber bei den Sunniten sind die Alawiten unter durch und werden auch verfolgt. Und dann gibt es die Aleviten. Und die Aleviten sind in der Türkei lebende türkische, kurdisch-türkisch-kurdische Alawiten und dürfen natürlich mit den Alawiten nicht verwechselt werden. Die Aleviten sind eine Glaubensrichtung aus dem 13. Jahrhundert, die mit dem Zuzug von turkmenischen Stämmen nach Anatolien zusammenhängt. Dann kommt der Ismail der Erste da rein. Also jedenfalls ein Bezug zum schiitischen Islam. Ganz kurz zum Familienbild im Islam. Und wir hatten das ja schon kurz angesprochen. Die enorme Ausprägung der Herrschaft des Mannes. Die Scharia stellt eindeutig die Herrschaft des Mannes über die Frau in allen vertretbaren Rechtsformen dar. Und die Gleichheit von Mann und Frau, die immer gerne behauptet wird von den Offiziellen, besteht nur im Jenseits. Ja. Völlig klar, ist aus dem Text auch. Meine Damen, ich kann Ihnen nichts Besseres anbieten. Also, die Gleichheit von Mann und Frau besteht nur im Jenseits, vor Gott. Da sind wir alle gleich. Woher sind die Männer gleich? Ja. Auf Erden steht die Frau unter dem Regime des männlichen Vormunds, des Vaters, Bruders oder Ehemanns. Nach den rituellen und gottesdienstlichen Vorschriften bildet das Familienrecht den anspruchsvollsten und umfangreichsten Teil des Koran. Also wenn Sie das lesen, das wird bis ins Detail vorgeschrieben, was Sie alles nicht dürfen. Und dann kommt natürlich dieses Thema, aus den männlichen Herrschaftsansprüchen wird dann die Dominanz abgeleitet und die weibliche Sexualität gefährdet das Männerbild und umgekehrt ist sie die ewige Verführerin. Also fürchterliche Dinge. Jedenfalls wird das in extenso bearbeitet.
Also dahinter dieses ganze Verschleierungsthema, ich habe darüber noch ein extra Kapitel, aber ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Das Thema Verschleierung ist natürlich ein klares Unterdrückungssymbol. Alles, was da behauptet wird, können Sie in die Tonne tun. So, dann in Folge der Familienzusammenführung ging es in Deutschland in endlosen Prozessen. Ich habe mir diese Prozesse angeguckt in der Literatur. Um Sportunterricht, Schwimmkurse, Klassenfahrten, eigene Gebetsräume, eigene Gebetszeiten, Kantinenessen, Sexualkundeunterricht bis zum Biologieunterricht, Kopftuchverbote. Das ist also das Thema, das dann durch die deutschen Gerichte durchprozessiert wird, bis zum Bundesverfassungsgericht und bis zum Menschengerichtshof. So, schriftweise Anerkennung der Scharia durch europäische Gerichte ist der Hebel. Das ist das, was man will. Man will durch diese endlose Prozessiererei die Scharia durch die Hintertür natürlich in unsere Rechtsnormen hineinbekommen. So, Kopftuchstreit. Es gibt im Koran keine einzige Stelle zur Verschleierung der Frauen. Es wird nur davon gesprochen, dass man natürlich sich züchtig bedecken soll. Aber das züchtige Bedecken geht ab hier, abwärts. Und da wird im Detail, wie das aussieht. Da darf ich fragen, wo kommt das dann her? Dass man sagt, diese komplette. Das ist ein Unterdrückungsthema, das ist später erfunden worden. Also aus der patriarchalischen Denke wurde ganz klar gesagt, und das hat Mohammed ja schon angestoßen in seinen verschiedenen Suren, und ich könnte Ihnen das alles vorführen, das ist abenteuerlich. Wird also gesagt, und die Frau hat sich unterzuordnen und so weiter und so weiter. Und die späteren Ausleger haben dann diese Verschleierung erfunden. Es ist ja nicht nur die Burka, also die Burka, die Ganzverschleierung mit diesem kleinen Netz da vorne, sondern es ist auch der Niqab, also der berühmte Seeschlitz. Und was dann heute gängig ist, ist der Hijab, also wo das Gesicht frei bleibt. Das sehen Sie, ich bin ja oft in arabischen Ländern unterwegs gewesen, da sehen Sie eben diese Form des offenen Gesichtes. Und das ist auch das, was sich durch unsere Prozesse durchziehen sollte, dass die deutschen Gerichte endlich mal den Mut haben zu sagen, wenn ihr in der Öffentlichkeit auftretet, bei welcher Behörde oder Bürokratie auch immer, dann müsst ihr euer Gesicht zeigen. Und dann wollen wir nicht diesen Schutz da haben. Bei den Aleviten ist das überhaupt nicht. Also es ist stark gestaffelt. Viele islamische Länder haben diese Modernisierung ja mitgemacht. Mhm. Ja? Und die Frauen haben sich dann auch dagegen gewehrt. Ne? Ja. Das ist aber von, deswegen, die Gesichter des Islam ist in jedem Land anders. In jedem Land anders. Es sind nicht nur die Richtungen, die ich eben beschrieben habe, aber wenn Sie in Marokko sind oder in Tunesien oder in der Türkei oder in Saudi-Arabien, überall wird der Islam anders gelebt. Oder in Afrika. Afrika, ganz Schwarz-Afrika. Also in 40 Jahren in Ägypten war es ganz anders, als es heute in Ägypten ist. Also Frauen, ich bin damals dort gewesen, frei, offen, westlich orientieren wollte. Denke mal, oh Gott, man das genau. Und das schwankt eben mit der politischen Herrschaft. Nicht? Als die Muslimbrüder dran waren, da haben sie das rangezogen, dann wurde es wieder etwas liberaler, beim arabischen Frühling war es wieder etwas liberaler. Der Assisi, der jetzige General und Präsident, versucht wieder die klassischen Islamleute an sich heranzuholen. Es ist reine Politik, um die es dort geht, nur Politik. Also es gibt keine Koranstellen. Und wie gesagt, Burka und Niqab ist also die Vollverschleierung. Dann gibt es den Chador, das ist dieses runterhängende Hijab, das habe ich besprochen, das ist der freie Gesicht. Nicht zu vergessen den Burkini. Dann gibt es bei uns diesen endlosen Kopftuchstreit durch alle Gerichte durch. Und dann kommt natürlich das Thema Eherechte. Und das ist auch in der Scharia geregelt bis zum geht nicht mehr. Die Männer, Sure 4, die Männer stehen über den Frauen,
weil Gott sie ausgezeichnet hat. Moment. Und wenn Frauen sich auflehnen, auch Sure 4, wenn Frauen sich auflehnen, dann meidet sie im Ehebett. Dann schlagt sie. Und wenn sie euch gehorchen, dann sucht kein Mittel mehr gegen sie. Also schön brav sein, liebe Damen. Wir sehen orthodoxe Ausleger den Grund für die Frauenfeindlichkeit im Islam. Die Frau dient und so weiter der jeweiligen sexuellen Befriedigung des Mannes. Sure 16. Das wird fürchterlich. Ist denn mit der weiblichen Beschneidung, kommt das auch vor? Beschneidung ist uraltes Ritual. Uralt. Auch ursprünglich eine medizinische, ein medizinisches Erfordernis. Genauso wie die Verschleierung der Beduinen mit diesen Sandstürmen, Hitze und Sandstürme. Das war mal die Ursache dafür, dass Araber den lösen sie dann auf, den Turban tragen. Aber eins will ich euch nicht ersparen. Sure 2, Vers 223. Eure Weiber sind euch ein Acker, an die Männer gerichtet. Geht zu eurem Acker so oft ihr wollt. Dahinter steckt natürlich Mohammed als Soldaten. Ist doch völlig klar. Also die Vielehe bis zu den berühmten vier Frauen hatte rein den Gedanken, man braucht so. Ja. Das war auch. Ja. Sie auch. Aber auch dahinter, man muss immer den historischen Bezug sehen. Als Mohammed das erfunden hatte, und die vier steht übrigens nicht im Koran, sondern das ist über die Hadithe reingekommen, war ganz klar, ich brauche so viele Soldaten wie möglich. Und was ihr mit den Mädchen macht, das ist euer Thema. Und die Mädchen haben es mehr als schlimm gehabt. Die wurden einfach ermordet, völlig klar, wenn sie nicht mehr ernährt werden konnten. Und wenn sie nicht fangen. Deswegen auch diese ganzen Vorschriften in der Scharia über die Ehe. Endlose Regelung, was alles zu berücksichtigen ist in den Eheverträgen, die dann unter Anwesenheit eines Imams und Scharia-Sachverständigen geschlossen werden, wegen der finanziellen Regelung. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Extra Vorlesung. So. Dann muss ich Ihnen noch was zu den Menschenrechten erzählen. Frage, ist Demokratie und Islam vereinbar? Antwort, diese Frage wurde 1990 beantwortet. In der Kairoer Erklärung der Menschenrechte des Islam, beschlossen von den 57 Mitgliedern der Organisation der Islamischen Konferenz, das ist also der oberste Club, wird ein islamisches Gegenstück zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO vorgelegt. Und die Kairoer Erklärung widerspricht in weiten Teilen der UNO-Menschenrechtserklärung von 1948. Seit der Gründung der Organisation für islamische Zusammenarbeit wurde die Ablehnung der UNO-Charta immer deutlicher, weil die in der Charta der UNO formulierten Menschenrechte von einem westlichen und einem christlich-jüdischen Menschenbild ausgehen, das nicht mit dem Islam vereinbar ist. Und wenn Sie dann die Kairoer Erklärung lesen, ich habe mir das angetan, da heißt es zum Beispiel in Artikel 2, das Leben ist ein Geschenk Gottes, und das Recht auf Leben wird jedem Menschen garantiert. Es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt. Solange Gott dem Menschen das Leben gewährt, muss es nach der Scharia geschützt werden. Jeder Staat ist verpflichtet, das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schützen, außer wenn ein von der Scharia vorgeschriebener Grund vorliegt. In dieser Menschenrechtserklärung stehen alle Rechte unter dem Vorbehalt der Scharia. Artikel 19 zum Beispiel. Es gibt keine Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgelegten. Artikel 22. Das Recht auf freie Meinungsäußerung
solange können sie das fortsetzen und es nicht die Gesetze der Scharia verletzt. Jeder Mensch kann mit den Normen, hat mit den Normen der Scharia das Recht auf Selbstjustiz. Und damit ausgeführt, wie man die Selbstjustiz ausüben kann. Artikel 22. So darf das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht dazu genutzt werden, die Heiligkeit und Würde des Propheten zu verletzen, die moralischen und ethischen Werte auszuhöhlen und die Gesellschaft zu entzweien, ihr zu schaden oder ihren Glauben zu schwächen. Darauf beziehen sich natürlich die Leute, die in Paris die Verbrechen begangen haben. Artikel 24. Alle in dieser Erklärung festgelegten Rechte und Freiheiten sind der islamischen Scharia nachgeordnet. 25. Die Scharia ist die einzig zuständige Quelle für die Auslegung jedes einzelnen Artikels dieser Verfassung. Also eindeutig, wenn dort das ganze dumme Zeug wieder im Fernsehen erzählt wird, da ist nichts mit Menschenrechten. Es sei denn, nach der Scharia. Gehört der Islam zu Deutschland? Das will ich auch. Ja? Okay. Ja, ja bitte. Diese Deklaration der islamischen Menschenrechte, ist die irgendwie offiziell ratifiziert? Ist ein staatsrechtlicher Vertrag zwischen 57 islamischen Staaten. Können Sie nachlesen? Ich habe es getan. Es ist fürchterlich. Aber. Es ist das Dokument der Menschenrechte im Islam. Diese Staaten sind aber gleichzeitig auch Mitglieder der UNO. Ja, zum Teil. Dann gucken Sie sich mal an, was Sie da in der UNO veranstalten. Ne? Ja. Ja, mit dem Anspruch auf Weltherrschaft. Natürlich, klar doch. Die Kairoer Erklärung betont ihren Ursprung im Islam als der wahren Religion. Es steht drin im Text, True Religion. Wahre Religion. Und der Lebensart der islamischen Gesellschaft, der Umma, die als beste aller Gesellschaften definiert und der eine die Menschheit zivilisierende und historische Rolle zugeschrieben wird. Originaltext: Civilizing and Historical Role. Das ist der Islam. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich habe da noch nie ein Wort im Fernsehen von gehört. So, das war also zu den Menschenrechten. Und nun muss ich doch noch zum Islam, zu Deutschland was sagen. Mögen Sie noch? Ja. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein. Ist es nur Unsinn aus Unkenntnis? So verhindert auch die sprachliche Verwirrung des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff und der Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Islam gehört zu Deutschland, beide haben es nämlich gesagt, eine erklärende und klärende Diskussion darüber, von welcher der vielen Islamrichtungen eigentlich geredet werden soll, der als verkündeter Anspruch angeblich zu Deutschland gehört. Diese Religionspolitik, hat mein Verlag übrigens gesagt, ach, das können Sie nicht schreiben. Ich schreibe das. Ja. Diese rechtspolitische und religionspolitische Aussage, der Islam wird von der Sprachlogik, welcher Islam, nicht gedeckt. Hinzu kommt, dass es sich nicht nur um die semantischen, also inhaltlichen Differenzen der verschiedenen Konfessionen im Islam handelt, die hier zu dem Islam aggregiert und versimpelt wurden. Auch wurde über die Behauptung gehört zu nicht weiter nachgedacht. Und wenn der Islam zu Deutschland gehört, dann gehört auch die Scharia zu Deutschland. Denn Scharia und Islam gehören zusammen. Alles ohne Logik dahingeredet. Scharia ist Koran und Koran ist Islam. Ohne Scharia gibt es keinen Islam. Selbst geografisch müssen wir differenzieren, denn in jedem der 57 offiziellen islamischen Staaten wird ein eigener, landesspezifisch ausgeprägter Islam gelebt. Haben wir eben angesprochen.
Und in 22 arabischen Staaten ist die Scharia die alleinige Rechtsordnung. Dann gibt es noch die Polarisierung in den verschiedenen Strömungen des Islam. Friedlich oder radikal, modern oder fundamentalistisch, liberal oder konservativ, politisch oder religiös, alles im Namen des Islam. So wird versucht, die auffällige Gewalt im Islam in den politischen Islam zu verschieben und damit aus der Islamkritik zu verbannen. Genau. Die wahren Konflikte liegen aber gerade im religiös-kulturellen Umfeld. Und wenn Sie dann diese Tricks verfolgen, die da angewendet werden, dann heißt es plötzlich, ja, das ist der Islamismus. Ja. Nein, das ist der Islam, ganz eindeutig. Genau. Ganz eindeutig. Und hat der Islam etwas mit dem Islamismus zu tun? Was natürlich von allen Islamvertretern sofort mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen wird. Schon die Fragestellung ist für die Verbandsvertreter eine Provokation. Und ich sage, natürlich hat der Islam etwas mit dem Islamismus zu tun. Liefert er doch auch die Rechtfertigung für Gewalt. Ja. Übrigens, Kairo, Teheran und Riad streiten bis heute, wer den rechtsgültigen Islam vertritt oder ausleben darf. Das sind die hohen Vertreter der verschiedenen Islamrichtungen. In Kairo sitzt der sunnitische Islam, in Teheran sind die Schiiten und in Riad sitzen die Wahhabiten. Und die gehen wie die Kesselflicker aufeinander los. Nur über den Koran, geschrieben in arabischer Schrift, ist man sich einig, denn es ist ja Gottes Wort. Ja, all diese Gesichter des Islam, wir sahen in diesem Text die vielen Gesichter, die Konfessionen und die Abspaltung, die weltabgewandten, die verklärten Gesichter der Sufis, strengen Gesichter der Mehrheit der Sunniten, die von Niederlagen enttäuschten Gesichter der Schiiten, der verfolgten Siebener Schiiten, der eigenwilligen Elite der Alawiten und so weiter und so weiter. Das kann man alles durchdeklinieren. Doch, es gibt nur ein Gesicht. Pardon? Es gibt nur ein Gesicht. Eigentlich gibt es, aber ich habe bewusst gesagt, Gesichter des Islam. Gibt es im Islam etwas, was wir Fortschritt nennen? Das ist ja alles fixiert vor 1000 Jahren. Aber das ist heute noch aktuell. Ja, ja, aber was wir Fortschritt nennen. Also, ich komme da gleich drauf. Ich beantworte also Ihre Antwort. Bis hin zur Medizin, wo sind die arabischen Nobelpreisträger? Nicht. Also die Hubele. Ja, also wo sind die? Der Prometheus. Ja, nicht nur die. Ist ja der Gott des menschlichen Fortschritts. Ja, aber nicht wieder. Was ist denn im Feuer? Wo erkenne ich den da? Also wir haben keine islamischen... Markus, glaube ich. Ich komme darauf. Also, wie geht es weiter? Die Handelnden. Aus Religion, das ist nur mein Schluss dann. Sie sind dann... aus religionswissenschaftlicher Sicht ist es sicher fragwürdig, den Islam im grammatikalischen Sinne als ein Subjekt zu sehen. Das haben Wolf und Merkel auch nicht begriffen. Nicht die Religion ist das handelnde Subjekt, sondern die Vertreter der Religion, die Akteure, die Prediger, die Vorbeter, die Textgelehrten, die Imame, die Mullahs, die Ayatollahs, die Gläubigen und die Muslime. Nicht ein Subjekt der Islam. Religionen werden immer in Bekenntnissen, in Konfessionen ausgelegt. Daher auch die erkennbare Vielzahl islamischer Richtungen. Den Islam gibt es nicht. Es gibt seine vielen Gesichter, die hässlichen, die strahlenden, die dunklen, die harten und die brutalen, gewaltbereiten. Hören wir dazu Goethe, der im westöstlichen Divan schreibt: Der Stil des Korans ist seinem Inhalt und Zweck
gemäß, streng, groß, furchtbar, stellenweise wahrhaft erhaben. So treibt ein Keil den anderen und darf sich über die große Wirksamkeit des Buches niemand verwundern. Das war der alte Goethe. Die Muslime sind es, die den Islam auslegen, anwenden, glauben oder zu politischen Zwecken benutzen. So ist der Islam weder der Gewalttäter noch der Friedensbewegte. Er ist eine Religion, eine Rückbindung an eine höhere Macht, an Gott und seinen Propheten, den Erfinder. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist eine der drei monotheistischen abrahamitischen Religionen, wenn auch die jüngste. Darum ist auch sein Verkündeter, die beiden älteren Religionen als Vorläufer des Islam vereinnahmender Absolutheitsanspruch, seine behauptete Dominanz, seine ewige Wahrheit umstritten und bedrohlich. Das Christentum hat sein Fundament im Judentum. Beide sind durch das Feuer der Aufklärung gegangen. Beide haben ihre weltliche Macht weitgehend verloren, wenn auch gegen zähen Widerstand. Dieser mühevolle und nicht ungefährliche Weg bleibt auch dem Islam nicht erspart. Will er in der Moderne ankommen, angenommen werden und mit den anderen Religionen im kritisch-rationalen 21. Jahrhundert leben und bestehen können. Das Jesuswort aus Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt, könnte das religiöse Leitmotiv der Moderne werden, könnte die Trennung von Staat und Religion fördern, könnte die Auseinandersetzung wieder auf eine spirituelle, philosophische Ebene heben, könnte, wenn die Gläubigen und die Verantwortlichen denn wollen. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, sagt Jesus dem Vertreter Roms. Und auch hier im Prozess vor Pilatus unterscheidet sich Jesus von Mohammed. Danke.